schon mal Ruderboote auf der Berliner Spree gesehen? Nein? Nun gut, das ist auch nicht verwunderlich, denn Rudern auf der Innenstadt-Spree ist normalerweise verboten. Ausnahme bildet da die jährlich ausgetragene Langstreckenregatta quer durch Berlin, veranstaltet vom Landesruderverband Berlin. Das Gute ist eben, dass es eine Regatta mitten durch die Stadt ist, dass man viel von Berlin sieht. Wir haben viele ausländische Mannschaften dabei, aus Zürich, aus Amsterdam, aus Kopenhagen. Und das freut uns mit über 140 Booten. Es ist traditionsgemäß jedes Jahr volles Programm und nach der Berliner Frühregatta die zweitgrößte Regatta in Berlin. Gestartet wurde die 88. Austragung an der Mörschbrücke in Charlottenburg. Das Wetter spielte zwar nicht immer mit, doch das war den Athleten Schnuppe. Ob das jetzt regnet oder Sonne scheint, ist beim Rudern uns eigentlich egal. Also man muss halt die richtige Kleidung wählen. Und nicht nur der Austragungsort stellte für die Teilnehmer eine Besonderheit dar. Ja, das Besondere an diesem Wettkampf ist halt, dass er in der Stadt ist. Das gibt es nicht sehr oft. Und außerdem, dass es 7 Kilometer sind, was eine außergewöhnliche Strecke für Ruderer ist. Meistens eher über die 2000 Meter und deswegen ist er auch sehr besonders. So gaben die Teilnehmer verschiedenster Nationen und Altersklassen ordentlich Dampf, um das Ziel am Kanzleramt so schnell wie möglich zu erreichen. Die Distanz sorgte dabei für reichlich Erschöpfung. Eigentlich ganz gut, oder? Die 7 Kilometer am Schluss hat gereicht, aber eigentlich eines vom Einfachsten von der ganzen Sache, oder? Ja, also es war tough, aber hat Spaß gemacht. Und das Wetter, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, sagt man auch so schön. Schlechte Laune war zum Glück nicht in Sicht, auch bei der Siegerehrung strahlende Gesichter und zufriedene Athleten. Und das zu Recht, denn sie zeigten wieder einmal, was im Wasser stattfindet, kann in selbiges nicht fallen.